Hallo Freunde der Spielgut und willkommen zurück bei Planetfall, Age of Wonders, auf dem Planeten Leaf 6. So, ich glaube, die letzte Mal habe ich mir überlegt, ja, die können wir nächste Runde da rausschmeißen, dann können wir noch einen Bonus hier bekommen durch die durch den Kosmit-Raumriss. Meilenstein-Ladestation und so weiter haben wir ja drin. Und was haben wir noch zu tun? Er kann das ja auch nächste Runde machen. Dann können wir hier oben mal die Marodeurwache weghauen. Bam! Booyaka! Michael Valentine zieht seinen Zug. So, jetzt machen wir mal mit einer 800er Stärke Armee eben den automatischen Kampf und es funktioniert wunderbar. Nehmen wir mal die Botanischen Gärten 2. Was haben wir, glaube ich, durch das Aufsammeln der Ressourcen im Norden haben wir es rausbekommen. Hier haben wir gerade den Auftrag noch am Laufen für die Paragon. Bauingenieursgilde. Minus 10% Kosten für Kolonie. Produktionskostenreduktion für Militäreinheiten. Naja, ihr seid ja eh noch eine Runde dran. So, räum bitte das Gebiet, danke. Dann nehmen wir unsere Belohnung, jetzt kriegen wir nämlich 10 jede Runde. Durch die Kolonie. Jetzt können wir mal zum Hafen 6 zurückgehen. Da müssen wir reingehen und die Marodeurwache besiegen. Und das wäre der nächste Sektor, den ich erschließen wollen würde. Weil der auch nochmal einige Boni bringt für unsere Hauptstadt. Noch eine Forderung der Paragon. Denn für die Paragon ist Kosmit eine endliche Ressource, eine Rarität. Zum Wohle unserer guten Beziehung fordern wir ein Tribut. Da. Könnte er haben. Das ist der Umsatz von knapp einer Runde. So, ein spezialisiertes Team von Xenologen unterstützt dich bei der Kommunikation mit den Eingeborenen dieses Planeten. Du erhältst durch Aufträge 100% zusätzlichen Einfluss. Produktionsentwicklung 1 abgeschlossen. Kolonieaufwertung bekommen. Und jetzt sollten wir die Nahrungsentwicklung forschen und die Umweltaufbereitung. Weil wir ja... Es gibt ja ein Gebiet, wo wir diesen Riss dicht machen sollen. Ich glaube, das war hier. Die Gefahren der geothermischen Instabilität auflösen. Anscheinend können wir das auch jetzt schon machen. 100 Energie, 15 Kosmit und 3 Runden wird es dauern. Ach, da ist einer von den Saphir Elysium Parks. Die wir untersuchen sollen. Sieh mal einer an, was haben wir denn da? Mehr Freiwillige, die dem großen Haus Timor dienen wollen. Ich habe schon befürchtet, dass diese Expedition sich als Verschwendung unserer Ressourcen herausstellen würde. Haus Timor? Ist dieser Name nicht ein bisschen großkotzig für eine kriminelle Organisation des Syndikats? Ihr wart in dem Schiff, das uns beim Raumriss begegnet ist, nicht wahr? Ich hätte dort einen kompletten Trupp der Vorhut finden sollen. Sag mir, was du mit ihnen angestellt hast, dann verschone ich dich und deine Außenweltlerfreunde vielleicht. Oh, du bist so temperamentvoll und so herrlich ahnungslos. Ich überlege, ob ich dich nicht behalten soll. Mach dir keine Sorgen um deine Freunde, Liebling. Wir kümmern uns um sie. Du hättest sie vorhin sehen sollen. Sie sind so schrecklich unterernährt. Ihr kümmert euch um sie? Du meinst wohl, ihr habt sie versklavt. Die Kirko war nur ein Teil der Lebewesen, die wir entdeckt haben, als wir das Syndikat unter die Lupe genommen haben. Damals musste ich das Gesetz befolgen und akzeptieren, wenn sich die Schuldigen einfach freikauften. Aber die Lage hat sich geändert. Ich schlage vor, dass ihr diesen Planeten sofort verlasst, ohne eure Freiwilligen. Liebling, es tut mir leid, aber über das Eigentum von Haus Timor lässt sich nicht verhandeln. Aber vielleicht wäre ich dazu bereit, keine Anschaffung mehr zu tätigen, wenn ich für die Verluste entschädigt werde. Ich habe hier eine Liste mit zusätzlichen Objekten, die in deinen Kolonien hergestellt werden könnten. Beschaffe mir genug davon und ich denke über deine Bitte nach. Was soll ich tun? Ich will, dass Sina von diesem Planeten verschwindet. Aber wollen wir wirklich einen Krieg? Ihre Forderung zu erfüllen könnte riskant sein.
da sie uns möglicherweise nur hinhalten will, bis ihre Verstärkung eintrifft. Ich kann nur mit Sicherheit sagen, dass es nicht einfach wird, mit ihr fertig zu werden, egal wie ich mich entscheide. Okay, wir haben das Schiff gefunden und bekommen ein Vorhut-Kampfflugzeug. Finde Anführer der Vorhut-Einheit. Haben wir auch abgeschlossen. 500 Waren für das Haus Timor herstellen. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Leutnant, du wirkst verunsichert. Du weißt, dass du immer mit mir reden kannst, wenn dich etwas beschäftigt. Danke, Kommandant, aber es ist alles in Ordnung. Kein Grund zur Sorge, zumindest kein Triftiger. Was ist los, Dayu? Spuck's aus. Also gut, Kommandant, aber du musst versprechen, dass das unter uns bleibt und du mich nicht vor der gesamten Einheit bloßstellst. Seit der Landung habe ich dieses unheimliche Gefühl, beobachtet zu werden. Ich spüre, dass etwas nicht stimmt. Aber egal, wie sehr ich mich auch konzentriere, ich kann einfach keine konkreten Beweise für meine Paranoia finden. Eine gewisse Paranoia kann gut sein, wenn man zwischen den Gefechtslinien skrupelloser Vorhuttruppen und einem opportunistischen Syndikathaus gefangen ist. Die vergangenen Wochen waren für alle hart. Zuerst mussten wir uns in Kryostase versetzen lassen und jetzt dieser Wahnsinn. Vor allem die vergangenen Wochen, die letzten 200 Jahre. Lass dir das nicht zu Kopf steigen, Dayu. Wir sitzen alle im selben Boot. Danke, Imperator, du hast recht. Ich habe mir das wohl bloß eingebildet. Aber vielleicht werden wir wirklich beobachtet von einer höheren Macht. So, ein Traum. Bieten wir dem einen Verteidigungspakt an. Und er sagt ja. Das ist eh der Bruder von meiner Kommandantin oder meines Lieutenants. Das klappt eigentlich auf jeden Fall, den in das Bündnis reinzuhauen. Guten Tag, Oberst. Mir ist so angekommen, dass du Schwierigkeiten mit Sina vom Haus Timor hast. Ich habe von ihrer Forderung gehört und glaube mir, es werden nicht ihre letzten gewesen sein, aber ich kenne eine subtile und effektive Methode, sie von diesem Planeten zu vertreiben. Interesse? Kommt drauf an. Erst sagst du mir, wer du bist und warum du mir überhaupt helfen willst. Dann können wir uns unterhalten. Ich bin ein Freund, der daran interessiert ist, dass Dina von diesem Planeten verschwindet. Hauptsache, Haus Timor wird geschadet. Ich habe belastende Informationen zu Sinas Vergangenheit. Ihr Aufstieg auf den Thron von Timor war nicht nur eitler Sonnenschein. Es gibt Leute, die dafür töten würden, wenn sie herausfänden, wie sie an die Macht gekommen ist. Alles, was du tun müsstest, wäre ihr zu beweisen, dass du über diese Informationen verfügst. Dann sollte sie kooperativer sein. Ich zeige mein Interesse. Und ich vermute, dass du mir diese Beweise beschaffen kannst. Ich höre. Ja, das kann ich wohl. Wir treffen uns an diesen Koordinaten und sei nicht so laut. Schleichen scheint ja nicht gerade zu den besten Qualitäten einer Soldaten zu gehören. Hat einen beanspruchten Sektor, Robert. Aber Kette der Arbeiter, den kann der eigentlich haben, da an der Ecke. So, hier nehmen wir die Belohnung. Treffen mit dem Agenten des rivalisierenden Hauses. Da sollten wir nicht einfach so hingehen. Und dann, glaube ich, muss ich noch diesen Park eigentlich betreten. Und ich muss mich umsehen wegen der anderen Mission. Verschwindet, widerliche Kriecher. Habt ihr beim letzten Mal noch nicht genug Schaden angerichtet? Nur ruhig, Schwester. Weine nicht. Es ist nicht die Schuld dieser Menschen. Sie sind Sklaven ihres Instinkts. So wie wir unseren Programmen unterworfen sind. Halte dich an deine Programmierung. Wir mögen es, benutzt zu werden. Was? Beruhigt euch, Androiden. Wir haben nichts mit den Leuten gemein, die euch geschadet haben. Wir wollen nur reden. Warum tragt ihr dann ihre Uniform? Außerdem werden wir nicht gerne Androiden genannt, Mensch. Wir haben Namen. Emma 3 zum Beispiel.
Gut, MA3, wir tragen Uniformen der Vorhut. Nicht jedes Mitglied der Vorhut ist gleich. Wir haben Regeln. Manche Leute verletzen diese Regeln. So wie ich das sehe, bist du ein Opfer. Wenn du mir sagst, was geschehen ist, werde ich die Verantwortlichen finden und zur Rechenschaft ziehen. Wir haben gesungen, getanzt. Offiziere in Uniform haben mitgemacht. Vergnügungsprofilsensoren haben absolute Unzufriedenheit angezeigt. Plötzlich haben drei Offiziere ihre Waffen gezogen. Es gab Schüsse, Tod und das Vergnügen war dahin, zerstört. Alle Paradigmen zerbrochen. Wenn du mehr wissen willst, sprich mit Laura 2. Du solltest sie in einem der Parks finden. Da unten ist einer der weiteren Parks. Ja, du bist das Syndikat. Achso, es sind nur 6 Einheiten erlaubt, ja. Ihr nehmt den Kommandanten hier rüber. Dann haben alle den HP-Boost drin. Der Imperial Revolver muss nicht sein. Und ihr nehmt auch mal den Naniten. Das Naniten-Ding mit rein. Produktion festlegen. Die Waren produziere ich jetzt nicht. Sektoren-Upgrade für Produktion. Und dann sind wir mit der Runde schon wieder durch. Was war hier unten? Ja, da war auch ein Elysium Park. Ich muss ein bisschen aufpassen, da ich nicht aus Versehen was trigger. Vor allem hier den anderen Typen treffen vom rivalisierenden Haus. Da will ich nicht nur mit einer Drohne reingehen. Warum werden die denn als Ziel angezeigt? So, möchtest du diese beanspruchte Konstruktion betreten? Sonst, also Michael Valentine könnte einen Krieg gegen uns erklären. Ja, möchte ich betreten. Weil müssen wir, um unsere Mission abzuschließen. Wir können mal gucken, wie dieser Jäger funktioniert. Die sind uns eh unterlegen. Dieser Tank sieht aus, wenn er explodieren könnte. Was kannst du denn so? Luftabwehrkanone. Und was hier? Eine Buster-Rakete. Schwerer Einschlag. Versetzt Einheiten ins Taumeln. Abreißer. 200% zusätzlicher Schaden gegen Hindernisse. Kann verstärkte Hindernisse zerstören. Aber war in der Luft, kann keine Deckung nutzen.
Dafür kann er über die Deckung drüber fliegen. So, ihr seid alle fertig. War klar, dass der offensiv geht, das ist aber nicht so schlimm. Operations available. Da können wir überhaupt nicht mehr auf den schießen. Und da wäre grüner Beschuss, also über 80%. Wobei... Vielleicht sollten wir den auch zum Taumeln bringen. Ja, klappt natürlich wunderbar nicht. Sehr schön. Fällt er schon mal weg. Mal ruhig die Maschineninjektion. Wen haben wir jetzt noch übrig? Ja, theoretisch euch, aber ich kriege euch nicht so nah ran, dass ihr die angreifen könnt. Also geht erstmal in die Defensivhaltung. Die Operation bringt mir gerade nicht so viel. Elektrifiziert. Wobei ich immer noch nicht 100% sicher bin, was das überhaupt bedeutet. Elektrifiziert. Diese Einheit erleidet pro 5 Energieschaden und ihren Angriff sind um 15% weniger treffsicher. Aha. Eine Schwächungsfähigkeit. Also pro Runde 5 Energieschaden. Und die Treffsicherheit von der Einheit ist verschlechtert. So, Vernetzungsstufe entfernt. Der war ja mit irgendwas gebufft. Und das war's schon wieder für unsere Runde. Und jetzt machen wir die kaputt. Enemy eliminated. Hätten wir auch automatisch machen können. Aber ich wollte mal die Schlachtkarte wieder sehen. Piep, 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 piep. Der Roboter springt euphorisch zwischen Dayo Ying, Yang und Imperator Proof hin und her und wedelt vor Freude mit der Antenne. Hier, Herr Tappels, guter Junge, du musst mir aber versprechen, dass du nie wieder wegläufst. Sieh nur, wo wir wegen dir hineingeraten sind. Es könnte sich in dieser Situation lohnen, sich umzusehen, Leutnant. Weißt du noch, wie aufpoliert alle Schiffe waren, als wir gestartet sind? Jetzt sehen sie aus, als würden sie in ein Museum oder den Dekonstruktionshangar von Gadib XX gehören. Oder Gadib 20. Da fühlt man sich beinahe wie ein lebendiger Geist. Ein Brandgewehr. Objective completed.
und ein bisschen Forschung. Dann gebe ich dem Lieder das Brandgewehr. Da hatte wir ein bisschen mehr Reichweite. Hat die Möglichkeit, Feinde zu entzünden. Und das Wahrzeichen anschließen. Ach, er ist das hier oben. Ja, schön wär's, wenn ich noch Sektoren hätte, die ich auf Nahrung spezialisieren kann. Davon gibt's aber nicht so viel. Vielleicht hier bei der Photonennutzungsstation? Energiekomplex. Aber es ist ein Fluss drin und ein Wald, den wir für Nahrung nutzen könnten. Du bleibst erstmal hier stehen. Die Einheit, die wir jetzt gerade geschenkt bekommen haben. Ach komm, Bauingenieursgilde. Wollen wir mal die Produktion steigern. Du hast deine Aufgabe abgeschlossen? Gut, also, diese Feuer haben sich nicht selbst entzündet. Finde und eliminiere die Abtrünnigen, die sie gelegt haben. Wenn du diese Deserteure zur Rechenschaft ziehst, würde das einiges dazu beitragen, die Ordnung auf Leaf 6 wiederherzustellen. Das gefällt dir, nicht wahr? Mich wie so einen jungen Rekruten herumzukommandieren. Pass nur auf, dass diese Aufträge nicht komplizierter für mich werden, als dich mit einer vorgehaltenen Waffe zu überzeugen. Objective completed. So, da haben wir nämlich die geothermische Instabilität entfernt. Das hat ja 3 Runden gedauert. Und dadurch ein bisschen Einfluss bekommen. Finde und töte die Deserteure. Komm mal her, Drohne. Wann kannst du mich mitkämpfen? Mal das Lasergewehr angucken, beziehungsweise das Brandgewehr. Obwohl das auch ein Rang 3 Waffe ist. Und ein Schluck Wasser. Wasser, das Zeug, was in der Toilette normalerweise ist. Verdammt! Ich habe vergessen zu bestätigen, dem das Lasergewehr zu geben, oder? Das hat ja immer noch die Kristallschrotflinte. Na gut, es könnte schlimmer sein. Okay, der da oben hat einen Overwatch-Modus an. Die dann halt ist leichter zu treffen. Und ich glaube, den sein Beschuss, der Laser-Mehrlader, kann auch häufiger feuern. Ach, scheiße. Der wird mir jetzt zerfetzt. Ich habe es gerade gedacht, das wären meine Truppen. Operations ready. Oh, die haben nichts gemacht, außer wahrscheinlich im Overwatch-Modus stehen. Ein Traum.
35% Trefferchance nur. Ne, wir erfassen jetzt die. Wir sehen, wie wundervoll es funktioniert. Da hat er wirklich den Overwatch noch gezogen. Fast so, als wenn ich die wirklich flankieren will. Da schießt er auch mit der Überwachung dann zurück. Und kommt da sogar ein bisschen besser mit durch als ich. Halt auch meine Drohne zu ärgern. Der Imperator frisst euch zum Frühstück. Raus aus dem Feuer vor allem. Hier kaputt Deckung. Na Kacke. So, flankiert die. Sind gerade auf unsere Nahkämpfer fixiert. Ich hätte vielleicht zuerst die Heilung bei ihnen einsetzen sollen, weil jetzt kann ich es nicht mehr. Auch wenn das eigentlich keinen Zug kostet. Aber mit dem Angriff habe ich halt den Zug beendet. Und jetzt haben sie sich in die falsche Richtung gedreht. Und jetzt können wir die flankieren. Enemy destroyed. Na komm, bring sie zum Taumeln. Perfekt. Können wir den Jäger mal richtig einsetzen, weil der ja gut gegen andere Lufteinheiten sein soll. Das war alles, was wir hatten. Nein! Verdammt! Naja, okay, der Scout ist tot. Ran mit den Schocksperren. Fresst meine Schrotflinte. Das war's. They never stood a chance. Wer hätte gedacht, dass ich den Tag erleben würde, an dem Imperator Proof etwas Nützliches macht? Gut, dann also zur Warenprüfung. Der andauernde Einsatz von Prometer-Waffen hatte einige ungewollte Nebeneffekte auf die Quarzite rund um das geschmolzene Erdarsenal.
Die haben das Pyr-X-Feuer absorbiert und sich losgerissen. Wähl sie los, dann können wir über einen Waffenstillstand sprechen. Objective complete. Imperiales Gewehr. Seid ihr Quazid-Testobjekte? Oh. Ich wollte das gar nicht betreten. Ich wollte mich umsehen. Laura 2, bist du das? Emma 3 hat uns geschickt. Wir wollten dir ein paar Fragen über die Nacht stellen, in der die Kämpfe begonnen haben. Wir haben gehört, dass drei Offiziere damit zu tun hatten. Kannst du dich an ihren Namen erinnern? Emma 3 hat dich geschickt, dann kann ich dir wohl vertrauen. Ja, natürlich kann ich mich an ihren Namen erinnern, Dummerchen. Ich bin ein Roboter. Es waren Oberst Valentine, Oberst Garou und Leutnant Young. Die alle wollten Zeit mit Ilya 5 verbringen. Ich habe ihnen gerade noch eine Flasche Champagner gebracht, als sie sich plötzlich gegenseitig mit ihren Waffen bedroht haben. Ilya 5, eine von euch, nehme ich an. Ja, aber wenn du das fragen musst, kommst du sicher nicht aus der Gegend. Ilya 5 war der Star von Leaf 6. Sie war das neueste Modell, umwerfend schön. Kein Wunder, dass sie einen Krieg ausgelöst hat. Seit sie mit Leutnant Young verschwunden ist, kann ich gar nicht genau sagen, wie oft andere Mitglieder der Vorort hier waren, um nach ihr zu suchen. Oh Moment, das kann ich. 243 Mal. Niemand außer Michael 4 weiß, wo sie sich versteckt. Und er wird einfach so tun, als würden seine Audioprozessoren nicht funktionieren. Kneipenschlägereien unter befehlshabende Offiziere, durchgebrannte Succubots. Diese ganze Geschichte wird immer bizarrer. Aber jetzt will ich der Sache auf den Grund gehen. Wir sollten diesen Michael 4 einen Besuch abstatten. Da sind die Testobjekte. Da ist der Agent. Und da oben ist der letzte Park. Und du solltest... Ah ne, du hast das Brandgewehr, aber ich glaube es war... Ah ne, Ausrüstung bestätigen. Ich war ein bisschen zu schnell unterwegs. So, lern mal Feldmedizin. Fernkampfschaden erhöhen um 10%. Und jetzt machen wir erstmal den Break. Vergesst nicht, Daumen nach oben zu geben und vielleicht etwas zu kommentieren, was euch an Planetfall vielleicht am besten gefällt. Und wir sehen uns dann morgen wieder, beziehungsweise kann auch sein, dass gleich noch eine weitere Folge kommt. Bis dahin, schön und danke fürs Zuschauen. Euer Imperator.